Nach Berlin. In einer gemeinsamen Sitzung des Rechtsausschusses und des Ausschusses Digitale Agenda wurde heute der Facebook-Vizepräsident Joel Kaplan befragt. Dabei geht es um mögliche Konsequenzen für Facebook aus der Weitergabe von Nutzerdaten an das britische Unternehmen Cambridge Analytica, welches die Daten offenbar für Donald Trumps Wahlkampf nutzte. Weltweit sind mindestens 87 Millionen Facebook-Nutzer betroffen, darunter sollen auch 300.000 Deutsche sein. Wir hören, was die Mitglieder des Rechtsausschusses und des Ausschusses Digitale Agenda zum Datenskandal bei Facebook zu sagen haben. Wir wissen bis heute immer noch nicht, wie viele weitere Apps es vielleicht da draußen noch gab, die bis 2014 die gleichen Zugriffsrechte hatten, die von Cambridge Analytica genutzt wurden. Es wurde davon gesprochen, dass es möglicherweise nur die Spitze eines Eisbergs ist. Und es wurde auch gesagt, dass es mit Sicherheit nicht nur Wochen dauern wird, bis man weiß, ob andere Apps eben auch Missbrauch betrieben haben und wie viele andere Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise auch betroffen sind. Mir ist heute bewusst geworden, dass wir uns möglicherweise darauf einstellen müssen, dass wir niemals komplett herausfinden werden, wie viele Menschen genau betroffen sind. Wir werden Facebook dann nicht aus der Verantwortung entlassen, das ist klar. Aber die Zahl der Betroffenen ist unfassbar groß. Der Zeitraum liegt 2014 weit zurück. Ich fand den Auftritt von Facebook heute schwach. Es war mir zu viel allgemeines Blabla. Ich hätte mir mehr ganz konkrete Schritte gewünscht, wie man gegen diesen massenhaften Datenabfluss, gegen diesen missbräuchlichen Datenabfluss vorgeht. Und die Antwort der Politik muss sein, die Datenschutzgrundverordnung, die ab Mai in Kraft tritt, mit voller Härte anzuwenden. Wenn in diesem Ausmaß Datenmissbrauch droht, dann haben wir ab Mai die Chance, Milliardenstrafen gegen große Internetkonzerne zu verhängen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um gerade für die Bürger in Deutschland für mehr Datenschutz zu sorgen. Man sieht ein großes Bemühen von Facebook bei der Frage der Wahlmanipulation. Hier wollen sie sehr gut mit den Behörden zusammenarbeiten. Umso größer ist die Diskrepanz, wenn es dann um die Frage von Datenschutz oder auch von der Umsetzung des Netz-DG sieht. Da stelle ich fest, dass man wesentlich mehr laviert. Das geht viel mehr ans Geschäftsmodell. Und hier sind einige Fragen offen geblieben. Hier fehlt mir noch die klare Aussage, dass die Datenschutzgrundverordnung wirklich für alle Nutzer 1:1 umgesetzt wird. Hier fehlt mir die klare Aussage, dass Privacy by Design, also die Voreinstellungen im Netzwerk so sind, dass die Bürger einfach mehr Kontrolle über ihre Daten haben und die Weiterverwendung ihrer Daten selbst möglichst einschränken können. Hier wurden Zusagen gemacht, aber immer noch mit so einer Hintertür. Und an der Stelle müssen wir auch als Politik ganz deutlich dranbleiben. Wir haben konkrete Fragen gestellt. Ich glaube auch sehr viel konkretere Fragen, als das im Kongress zu hören gewesen ist. Wir haben aber keine Antworten bekommen. So wurde uns beispielsweise gesagt, es wären ungefähr 100 solche Fälle, solche Apps wie die von Herrn Kogan pro Tag bei Facebook aufgelaufen. Das wären 36.000 Mal genau dieser Fall. Dazu gab es weder eine Zustimmung noch eine Ablehnung. Wenn das wirklich wahr sein sollte, ist das natürlich totaler Irrsinn. Und wir machen Interoperabilitätsverpflichtungen, das ist der Fachbegriff, im Telefonsektor. Wir machen Interoperabilitätsverpflichtungen im Eisenbahnsektor. Also finde ich es logisch zu sagen, wir machen auch Interoperabilitätsverpflichtungen im Bereich von Social Media. Und für einen Messenger wie WhatsApp ist sowas relativ einfach darstellbar. Wir haben die Frage oder das Thema ja auch aufgebracht. Herr Kaplan, Facebook sagt, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr eine solche Operabilitätsverpflichtung macht, ob dann nicht möglicherweise auch Daten von Nutzern an Dritte, an Vierte, an Fünfte geraten. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt reden. Das darf man nicht übers Knie brechen. Man darf so eine Initiative nur dann machen, wenn das auch gut und sorgsam durchdacht ist. Aber diese Diskussion werden wir jetzt führen. Inhaltlich erwartungsgemäß war es relativ schwach, was wir von Facebook erfahren haben. Für mich selber wurde es noch klarer, dass die Architektur des Geschäftsmodells und der Plattform von Facebook nicht dafür ausgelegt ist, die Daten, die Informationssicherheit des einzelnen Bürgers zu schützen. Und da müssen wir Hand anlegen von der Politik. Wir müssen regulatorisch eingreifen und wir müssen die Datenschutzgrundverordnung dort verbessern auf nationaler und EU-Ebene, wo aus unserer Sicht weiterer Handlungsbedarf besteht, um die Daten und die Informationen der Bürger tatsächlich zu schützen.
Facebook hat nach meinem Eindruck eine vollständig andere Vorstellung davon, was von einer Einwilligung gedeckt ist. Man hat die Mission, ein weltweites Netzwerk, Informationsnetzwerk zu schaffen und hält jede Beteiligung daran für die Einwilligung, auch alle Daten weiterzugeben innerhalb dieses Netzwerks. Und das entspricht nicht unserer Rechtslage, das entspricht auch schon heute nicht unserer Rechtslage und in der Vergangenheit. Wir haben einen viel engeren Begriff von Einwilligung, diese muss sich auf die konkrete Verwendung beziehen und auch klar und deutlich gegeben sein, nicht irgendwo mittelbar gegeben sein, dadurch, dass auf den seitenlangen und sehr, sehr schwer zu lesenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform darauf einmal hingewiesen ist. Das reicht nicht, das reichte schon in der Vergangenheit nicht. Von daher ist das, was bisher geschehen ist, mit deutschem Recht nicht vereinbar, nach meiner festen Überzeugung. Im Mai tritt die EU-Datenschutzregulierung in Kraft, die zumindest 370 Millionen europäische Facebook-Nutzer vor Datenmissbrauch schützen soll. Rund 1,5 Milliarden Nutzer außerhalb Europas werden davon jedoch nicht profitieren.